Hallo und herzlich willkommen, wir sind heute im verschneiten Wien. Wir haben heute wieder einen Star-Talk mit Luca. Es ist das 8. Tourkonzert, die Halbzeit. Wir freuen uns drauf. Und ich glaube, wir schauen mal rein. Es ist gemütlich auf der Couch, es ist gemütlich. Ich bin auch ein bisschen müde, aber jetzt ist es geil, es ist jetzt durch. Wie war's? Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe schon eine Weile nicht mal irgendwie so ein bisschen in Österreich und ja, es wird jetzt gerade abgebaut. Die Jungs geben alles, war ein geiles Konzert, wirklich die Stimmung hat gepasst, die Leute haben gekriegt, die haben mitgemacht. Wir haben uns alles sehr gefreut auf ihn, wirklich. Und jetzt geht es dann die nächste Station in Stuttgart und das wieder in Stuttgart. Ist geil. Berlin ist Ende von der Tour, ne? Mhm. Das ist das letzte Tour ganz ehrlich. Irgendwas Spezielles vorbereitet für Berlin? Ja, wir werden uns wahrscheinlich gegenseitig speziell ein bisschen verarschen. So. Fahren und so, aus weg und so. Das ist witzig. Es gibt immer so diverse Sachen, wo man sich dann vorbereiten muss, so beim letzten Tourkonzert, auch mehr intern. Aber ich werde mir sicher auch noch was überlegen. Das ist sicher auch noch eine geile Überraschung für die Fans. Wir haben natürlich alles auf Video verfolgen können, auch bei uns in Wien. Ihr seht es leider nicht, es hat heute den ganzen Tag geschneit, es ist Chaos draußen, kalt. Ich war ja pünktlich, ich war auch nicht so pünktlich, aber wir hatten noch zum Beispiel zwei Busse mit Fans. Also, ich glaube, die sind relativ spät gekommen, die Fans. Ja, die haben sich zusammengetan und kamen dann mit zwei Bussen irgendwie auch noch. Und die waren halt am Anfang noch gar nicht da. Also ja, doch, wir haben dann ein bisschen eine Viertelstunde nach hinten geschoben, das ganze Konzert, dann waren wirklich alle da. Und wir haben ja heute Halbzeit, ich weiß nicht, ob du nachgerechnet hast, das ist das 8. Tourkonzert. Es waren schon 7, es folgen noch 7. Das wäre so viel bisher. Geil. Danke für die Info, jetzt habe ich sie im Kopf. Fazit ist, Hammer Band, Hammer Fans, cooles Album, um auch das Ganze live umzusetzen. Cooler neuer Schritt für mich, wo ich da gehe, glaube ich, und es macht Spaß, das ist das Wichtigste. Und ich freue mich auf den Rest der Tour. Dein bester Moment bisher? Mein bester Moment bisher? Ja, natürlich hier in Wien. Nicht einfach so, Nee, aber wir haben vorhin gerade noch zusammengesprochen mit der ganzen Crew, muss man sagen, so auch intern jetzt von der ganzen Mischung her, was wir gespielt haben, was irgendwie am besten, so, auch von der Stimmung. Ja, genau, Wahnsinn, alles war cool, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet und eine ganz süße Aktion war das. Und vielen Dank. Wieso dieses Mal eigentlich mit dem Tourbus und mit dem Flieger? Ja, ich finde es einfach, wir haben uns gesagt, weil wir jetzt auch viel mehr Technik dabei haben, man hat vielleicht gesehen, diese Lichtwürfel und die ganze Backline nehmen wir jetzt wirklich selber mit. Das heißt, wir haben immer das genau selbe Setup, das ist für uns viel praktischer und das können wir nicht fliegen. Deswegen haben wir den ganzen Hänger und dann den Nightliner zum Schlafen und zum Reisen und es macht ehrlich gesagt auch mehr Spaß. Es ist mehr Tour-Feeling, du bist alle zusammen, das ist einfach, schlussendlich das Endergebnis ist besser, weil du bist wirklich miteinander unterwegs, nicht jeder fliegt irgendwie auch noch von irgendeinem anderen Land hierher. Man ist wirklich zusammen unterwegs, wir sind jetzt das Team, das wir jetzt zusammen gehört haben. Es macht Spaß, wir sind das auch zusammen. Was macht ihr so, wenn ihr unterwegs seid? Also Filme schauen, nee, also jetzt nehmen wir schon noch so ein, zwei Bierchen. Wir fahren jetzt noch 10 Stunden in die Schweiz und dann vielleicht so 2, 3 Stunden mal schlafen. Aber es ist wirklich geil, es ist schon nicht, ja,
schon nicht normal so, aber sehr, sehr lustig und schon Privilegien. Das wird dann schon mal angeschlossen, dass das erfolgreich abgeschlossen wurde. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das schon. Weil wir gerade feiern sind. Weil morgen ist ja Sonntag, deswegen. Die meisten haben frei auch hier. Na, weil wir schon beim Feiern sind, du warst ja auch jetzt in LA. Danke. Wie viel musst du dein Beste ausgestaltet? Ja, das war natürlich ein sehr, sehr spannender Moment. Ich meine, das war so meine, also jetzt in dieser Kategorie so die erste Nomination wirklich auch für Amerika, und das war schon ein großer Schritt, und ich habe überhaupt nicht mit dem gerechnet. Schon wo das Video nominiert war, habe ich so gedacht, ja, okay, das ist eigentlich schon genug. Als ich ihn dann aber natürlich auch gewonnen habe, war es schon so, boah, das ist so der erste Fuß ist so ein bisschen drin in diesem Land. Das ist schön, das versuchen wir jetzt natürlich. Ja, weiter zu tragen oder live stattzufinden, dazu konzentrieren wir uns natürlich auch trotzdem natürlich sehr auf GSA, also auf Schweiz, Deutschland, Österreich. Da wird jetzt auch viel noch passieren, auf jeden Fall auch in 2017, also jetzt Ende Tour, gibt es ein paar Festivals, und dann werden wir uns ein bisschen zurückziehen. Bei Set Burn on Fire hast du ja Bad Boy Image mehr oder weniger begonnen irgendwie. Ja. Jetzt wieder ein bisschen zurück zum Lavo-Looker. Gibt es einen Grund für? Weil es dir einfach Spaß macht? Oder? Ja, nee, also wir wollten natürlich mit diesem Video schon ein bisschen anecken, ganz klar. Trotzdem bin ich aber auch, sag ich mal, ein bisschen der Lustige. Also ich sage, nee, aber ich bin. Ich mag Witze, ich bin lustig drauf auch, und deswegen will ich mich verstecken. Deswegen suche ich da eigentlich so ein bisschen meine Nische. Deswegen wahrscheinlich auch die Hose, die Pünktchenhose. Ja, diese Hose, die ist wirklich. Also, entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Ich finde die cool. Deswegen trage ich sie auch selbst ausgesucht. Zu einer Awardshow in der Schweiz habe ich gedacht, warum immer so ein scheiß Ringhose? Da haben wir Punkte drauf. Es sind keine Punkte, es sind Füße. Füße sind das? Ja, siehst du? Nee. Nimm ich zurück. Nee, aber ich ziehe gerne auch ein bisschen verrücktere Sachen an. Jetzt ein bisschen schlecht, aber ich brauche ein bisschen verrückter darf es sein. Ja. Ja! Alles wieder rot schon zwischen uns? Läuft nicht schlecht, ja. Sehr gut. Ist das ein bisschen schwer mit der Tour? Ja, doch. Also wenn es einfach wäre, ich glaube, das wäre auch langweilig. Es gibt immer. Ich meine, das ganze Leben ist nicht einfach. Das ist ganz klar. Viel unterwegs und alles. Aber ich möchte es nicht anders leben. Aber irgendwie kriege ich immer alles auf die Reihe, und das ist eigentlich ganz schön. Wie geht's eigentlich der kleinen Nala? Oh, mir geht's gut. Die ist jetzt gerade bei Mama zu Hause. Haben wir schon lange keine Bilder mehr gesehen, ne? Ja, vielleicht kommt dann wieder mal eins. Ja, aber sie ist schon größer geworden. Ja, ich glaube, ich würde sie alle freuen, wenn sie wieder ein bisschen größer sind. Ja, also größer. So, also ich habe ehrlich gesagt, ich habe gedacht, sie wird größer, ne? Wie gedacht? Nichts gewachsen? Doch, schon ein bisschen, aber es hat sich herausgestellt, und der Züchter hat uns das nicht gesagt. Es ist so eine kleine Version von einem Landmarktgebau. Das wusste ich nicht. Ja, ich kenne mich da nicht wirklich aus. Ja, aber auf jeden Fall, ja. Ist eine kleine Version, aber nichtsdestotrotz, sie gibt ganz viel, und sie ist lieb, und ich liebe Hunde, aber es ist jetzt ein zweiter, aber ich Cocker Spaniel zu Hause, und das ist, ja, ich finde Hunde, die beiden Hunde, sich ja, die verstehen sich super. Wir haben ja gesehen, dein Auto wurde eingebrochen, ne? Oh ja, das war auch ein Fest, ich sag's dir. Ich weiß gerade noch in Steg. Das ist Tirol-Lechtal. Okay, ja. Und das war's. Es hatte ganz viel Schnee. Oh, war das krass. Haben es war minus 20 Grad. Und ich war da zu produzieren als Producer oder Songwriter. Und eben zwei Tage vor dem wurde mein Auto also aufgebrochen. Und ich hatte schon alles gepackt, also Laptop. Und so, ich habe ein Programm oder so diverse Jetsticks, alles geklaut. Festplatten weg. Oh, ich sag's dir. Jetzt habe ich wieder alles.
bis auf ein paar Lizenzen, die muss ich wieder neu machen, aber... Nee. Oder irgendwie was gefunden worden oder so. Also Scheiben sind wieder drin, ne? Ein bisschen kalt oben, ne? Ja, ich bin ja dann noch nach Hause gefahren, es war kalt. Beim Interview zum Tourstart hast du gesagt, der Tour ist beim Rückzug machen, etwas längere Auszeit besser gesagt. Wo geht's dahin? Was ist da geplant? Also ich werde mich in dem Sinne zurückziehen, um zu gucken, was ich alles im Jahr 2017 und 2018 machen will. Ich werde weiter noch irgendwie planen und leben für die nächsten Jahre, für die Allgemeine, für die Zukunft. Genau, und werde ganz viele Sachen schreiben. Ich habe auch noch, also die Zeit vielleicht noch mal abgefärbt, ich werde mich vertreiben. Da investiere ich noch ein bisschen Zeit rein. Das Material kommt dann aber schon wieder raus und am 17 geht es wieder voll los, ja. Wieder nach Amerika zurück in der Auszeit oder bleibst du hier? Ich denke schon, dass ich noch ein bisschen nach Amerika gehe und allgemein auch Europa. Ein paar Länder besuchen, genau. Privat oder beruflich? Nur schon beruflich. Ich werde also in jedem Teil also verschiedene Songwriting-Sessions machen, so Producer-Camps besuchen. Genau. Amerika schon Termine drüben? Ein paar, ja. Genau. Schon also Karriere im Aufbau? Ja, auf jeden Fall, ja. Perfekt. Ja. Fünftes Album geplant? Oh, nee, also das ist noch, noch gerade nicht. Aber schon ein paar Songs noch, ne? Ja, ich hab schon wieder vier neue Tracks, die ich jetzt auch gerade hier in Österreich geschrieben habe. Okay, aber ich will mich da jetzt überhaupt nicht mehr. Ich bin jetzt erstmal auf Ruhe. Dann lege ich sehr viel Wert. Der Markt verändert sich. Der Markt verändert sich und es wird immer mehr nicht so singen. Und ein Album wird sicher wieder gehen, ganz klar. Aber sicher nicht vor 17, also wenn dann 17 oder 18. Ich weiß nicht, ob du den Thema hast, das letzte Mal im Vlogs im Oktober. Hast du dich schon vorgestellt? Ah, das neue jetzt? Ah, wow, ich habe keine Ahnung. Nee, ich hab noch keins jetzt neues, nur das alte hier. Ich weiß es noch nicht. Nee. Aber ich glaube schon. Ich denke es auch. Also neue Termine hier bei uns in Österreich, schon was geplant oder eher? Ich bin noch. Wo man sich dann auch wirklich will. Es ist noch in Planung, also zwei Festivals, zwei gute Festivals noch in Planung für Österreich. Gucken wir noch, ob wir die machen. Und dann, das ist so das nächste. Ich bin noch irgendwo in. Was ist denn das? Ist das Österreich? Vorarlberg. Ja, wenn man bei dem Thema. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich in Österreich stattfindet. Das ist dieser Schnitz Vorarlberg. Regens. Regens ist Österreich. Regens, da bin ich. Das letzte Mal haben wir ja angefangen in Österreich. Ja? Kannst du dich erinnern, was wir da. Ja, das war eigentlich so ein schmutziges Wort. Ich meine, was war das? Sie gucken schon alle so. Ja, das hat sie. Ich weiß, was hast du gesagt? Ach, genau, ja, ich habe gedacht, du lässt das anbraten in der Pfanne. Aber so macht ihr euch hier in Österreich also, lässt was anbraten. Dann klappt es. So ungefähr. Ja, dann warten wir jetzt was. Ja, das hast du ständig mal auch gesagt. Hab ich gesagt, ja. Da bin ich gegangen. Nee, das letzte Mal hast du gesagt, im Buch verbraten wir alle irgendwie was an. Ne? Aha! Ja. Jo! Ja, heute bekommst du Lektion 2 von dir. Okay. Ja. Spusi. Ja. Was stellst du dir Spusi das vor? Spusi, aber ja, das klingt so wie so ein. Ja, so. 20 plus. Sind jemand, den man es gut kann? So. Was dafür? Ja, ein Gespusi ist mehr oder weniger eine Affäre. Ah! Ja, aber kann man das sicher gut mit. Ja, sollte man zumindest sollte man schon. Können, ja. Es gibt ja welche, ja, aber sicher. Ja, ein Gespusi. Gespusi, das klingt so. Das ist so versüßt. Das könnte ihm jetzt gar nichts Böses sein. Oh, ich hab ein Gespusi. Fröhlich, ne? Aber gut, ja. Auf jeden Fall. Schönen Tag. Purple Rain gesungen, heute wieder bei uns. Ja, ey, das war so ein Wahnsinn. Danke, das war Wahnsinn. Eigentlich extra. Was war die Frage? Du hast noch gar nicht gefragt. Nee. Du hast unter anderem auch noch was anderes gesungen. Ja, ja. Ein Cover. Von mit allen zusammen vom Biber, ja. Genau. Ja.
Du hast damit einen kleinen Hype ausgelöst auf Facebook in den Kommentaren. Wir möchten alle das Cover von dir haben, von auf dir selbst. Ja, also, ja, lässt sich vielleicht einrichten. Wie textsicher bist du? Nicht wirklich. Nur, Der Freund, fehlt? Keine Ahnung, kannst du es auch? Wir haben ein paar hier, die das können, ja? Wir werden alles hier. Carina, Jenny. Ja. Nicht umdrehen hier. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mal mehr Gitarre hier. And if you look the way you look that much, maybe you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Come on. And if you like the way you look that much, maybe you should go and love yourself. Woo! And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Ja, nee, ich muss sagen, grandioses Album, die besten Leute, unglaublich, unglaubliche Tracks, geile Produktion, das haut auch alle weg, weil er hat wirklich. Also ja, du hast mir jetzt gerade ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Ich wollte jetzt Lars mit dir um das Cover spielen, ne? Um was spielen? Um das Cover von Lopez. Ja, jetzt haben wir es ja schon gemacht. Also, die Luft ist jetzt raus. Jetzt ist vorbei. Jetzt aber wir was anbraten und dann ist durch. Hier. Ja. Wir machen jetzt einen Deal, wir beide, ja? Ja. Gut. Wir spielen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck. Ja? Du weißt, was Schnick, Schnack, Schnuck ist? Ja, hier, zack, zack, zack. Schere, Schnack, ja. Hier, ja. Ja, das habe ich da mitgebracht hier. Genau. Und gewinne ich, machst du ein schönes Cover vom ganzen Lied, stellst du das auf YouTube mal. Mhm. Ja, nicht hier jetzt, ja. Nein, nicht hier jetzt, ja. Gewinnst du? Oh, das ist geil. Das hatte ich. Ich spreche ihm gesagt, das war das erste Wort, was ich hier von meinem österreichischen Freund gesagt bekam. Hier Eisballatschink, das habe ich gedacht, was will er mit diesem Ballett schicken? Ich habe gedacht, was ist das? Und dann hatte ich das eben in Österreich, im Steg, im Lechtal hier, wo wir geschrieben haben, hatte ich das. Das war der Wahnsinn. Was ja, wir haben also, ja, ich kam noch nicht dazu, aber danke. Also hier. Ja. Oh, ich hab verloren. Ja? Okay, oh, ich hab das schon lange nicht mehr gemacht. 1-1-2-3. Gut, 1-1. 1-1. 1-1. 2-1. Gut, nochmal. Geht's nicht bis 3? Ja, wir haben schon 3, ne? Also 3-mal gespielt. Ich dachte, bis 3 Punkte. Lass nochmal machen. 1-3-3. Zwei, jetzt ist 2 zu 2 und es geht, machen wir mal bis 3. Komm, wir sind spannender hier. 1, 2, 3. Ja, wieder gewonnen. Wir müssen 12 raus. Sorry. Ich überleg's mir aber trotzdem, weil es ist ein geiler Song. Aber noch zu Purple Rain, finde ich eine Hammernummer. Und ich glaube, sowas, was man nicht direkt von mir erwartet, das hier war es total spontan. Wir haben es in dieser Band, dieser Konstellation noch nicht gespielt. Ja, aber werde ich fix in meinem Programm aufnehmen. Mörder Song. Meine Song und macht total Spaß, also. Aber gut. Hat sich sehr gefreut. Danke, Wien. Hier, dieses Ballett mit Schinken. Geil, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich esse jetzt. Das Interview. Kleinigkeit. Dankeschön. Die nächsten Tourtermine ist Stuttgart am 30.01. Düsseldorf, München, Zug, Solothurn, Rubigen und Berlin. Berlin. Danke, holt euch eure Tickets und seid live dabei. Live dabei. Schaust du auf meine Schrift? Ja, was da draufsteht. Ja, ja. Genau. Gut. Bye bye. Ciao. Bis dann. Tschüss. Gute, ja. Ciao.